Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Kurzprojekt. Ich bin ja in Leipzig bei dem dritten snesprojects.de Treffen bzw. das achte SNESFreaks Treffen. Neben mir sitzt der Blacker King, der diesjährige Initiator unseres Treffens. Ich heiße dich herzlich willkommen. Hallo Lumpikörner. Hi, ich hoffe man hört dich einigermaßen, du sitzt ein Stückchen weiter weg. Warte, ich rutsche mal ein bisschen. Ach, so hört man dich vielleicht ein bisschen besser. Hallo Leute. Wir spielen hier ein Spiel, übersetzt von G-Trends, nennt sich Demon's Crest. Und das ist ja genau deine Sparte irgendwie, das Spiel. Ich habe ja vorhin schon gesehen, dass du sehr viel mit, wie ist das Spiel mit der Peitsche noch? Castlevania, dass du sehr viel mit Castlevania anfangen kannst. Das Spiel kanntest du ja vorher noch gar nicht. Nein, das habe ich nicht. Wir haben es hier mal ganz kurz angetestet. Mir hat es überhaupt nicht zugesagt, er fand es toll. Und deswegen hat er jetzt den Controller in der Hand und darf das ganze Spiel jetzt für uns spielen. Mal gucken, wir wissen noch nicht, wie lange wir machen. Vielleicht bis zum ersten Game Over, mal sehen. Wir sind ja so ein kleiner Gargoyle, der ein bisschen orange ist. Und unser erster Kampf ist hier gegen diesen komischen Drachen. Ich wünsche dir aber schon mal viel Erfolg, wie es natürlich ganz typisch ist. Dort ist der Ausgang rechts zu sehen und man kommt aus dem Ausgang nicht raus. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel überhaupt so eine Art Story hat. Jedenfalls, ihr habt es jetzt ja gerade von vorne gesehen. Man scheint keine Story zu haben. Es ist einfach nur ein Gargoyle, der nach Hause möchte wahrscheinlich. Es ist wie früher bei den Schlümpfen. Bei den Schlümpfen, Quatsch. Wollten die Schlümpfe jemals nach Hause? Ich kann mich nur an... Die wurden meistens von zu Hause... Ach, die wurden immer entführt. Gargamel. Stimmt. Dann wie bei Voyager. Ach, wir wollen nach Hause. Wie Schlümpfe? Und. guck mal durch die Tür. Ist doch nicht total niedlich, wie er dann guckt. Der Rest passt nicht. Das ist toll. Achtung. Ich glaube, das war jetzt ziemlich einfach irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man hier unbegrenzt fliegen kann. Werde ich dann mal inzwischen dann irgendwann mal ausprobieren, ja, wenn ich die Chance dazu habe. Also oder ob ich dann einfach wie ein Stein herunterfalle. Ja, es ist auf jeden Fall insofern fair, weil man kann, wenn man fliegt in diesem Spiel, nicht hoch oder runter, sondern man kann sich nur fallen lassen einfach dann und wieder anfangen zu fliegen. Der Kuckucksland-Leute, die stehen ja tatsächlich vom Boden auf. Nachher kommen die ja noch aus der Luft. Wobei es eigentlich keinen Sinn macht, die zu töten. Ja, die kommen auch immer wieder. Du hast doch nicht mal irgendwie einen Scorebalken oder so, wo man jetzt sagen könnte, ja, das hat jetzt den Grund. Hier haben wir einen Hammerbruder. Naja, ein Hammerbruder wäre... Ich sehe jetzt gerade im Hintergrund diese nette Drachengrafik. Siehst du die auch? Ja, das sieht schick aus. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist ein nettes Artwork. Das müsste man sich irgendwie mal raus extrahieren. Das ist die perfekte Vorlage für ein Thumbnail. Nee, finde ich gut. Ey, du hast gerade was aufgesammelt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sammle hier die ganze Zeit irgendwas. Ich denke mal, du hast oben rechts in deiner Leiste hast du dann deine Items irgendwie, die du dann mal einsetzen kannst. Jetzt kannst du halt Feuer spucken. Da sind ja die Gargoyles berühmt dafür, dass sie Feuer spucken können, nicht? Oh. Ein Zauber. Blatt. Blatt, keine Ahnung. Kann ich auch nicht auswählen? Ah, doch, es ist ausgewählt. Ausgerüstet. Und 29 GP. Goldpunkt. Goldpunkt wahrscheinlich. Ist jetzt nur die Frage, wie setzt man das ein, nicht? Also hat man die zweite Funktion, er kann irgendwie die ganzen Statuen im Hintergrund kaputt machen. Aber mit L und R vielleicht? Ne, ich drücke alle Tasten ab, keine Ahnung. Select oder so vielleicht auswählen, welchen Skill du hast? Auch nicht. Passiert irgendwie gar nichts. Es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, das Spiel. Wahrscheinlich werden wir dann in den Beschreibungen rausfinden oder in den Kommentaren. Ja, das wurde leider rausgefixt, weil sonst der Text nicht reingepasst hätte. Na gut. Ganz witzig ist, er kann sich an jeder Wand, an jeder Kante festhalten. Ja, das kennt man aus der... Das war eine Disney-Serie, Gargoyles, ne? Ja, stimmt. War eine Disney-Serie. Die war so ein bisschen auf... Na, auf düster getrimmt, so ein bisschen DC-Comic-mäßig oder so vielleicht. Oder Marvel, keine Ahnung. Die Kenner kennen da wahrscheinlich die Unterschiede, ich nicht. Achtung, jetzt war der Akku. Vor allem, dass er so schöne Spinnfäden schießen kann, ja? Das sind seine Flügel, er schmeißt seine Flügel. Ach so. Er ist nochmal so. Ja, seine Federn, genau. Das ist Ridley. Was ist jetzt? Das ist ein Stein. Das ist kaputt.
Ganz klassisch, ja. Ah, er will sich heilen. Schlaue Idee, wenn der Gegner direkt vor ihm steht. Logisch geheilt sie da aber nicht auch. Immer noch so knallrot. Das ist wahrscheinlich. Und jetzt ist er tot. So, bei manchen Spielen hast du ja ein Zeitlimit. Das war halt dein Zeitlimit, was du überschritten hast, wahrscheinlich. Kommt dann bei den Credits, ja, den ersten Boss, den hast du leider verkackt. Wahrscheinlich. Und warum? Weil er wieder in der Luft geschwebt hat und ich nicht rankomme. Das ist immer der Endpunkt eines jeden Levels. Das haben wir schon mal rausbekommen. Und man bekommt immer einen HP-Balken dazu. Aber wirklich, Story hat man in dem Spiel tatsächlich nicht. Wahrscheinlich einfach nur alles kaputt machen. Deswegen bist du auch orange. Genau. Wie ich die aus nächster Nähe kaputt kriege, weiß ich auch nicht. Bestimmt mit dem Spell. Auch um Vasen kaputt zu machen, brauche ich ein Spell. Aber Steinstatuen mache ich so kaputt. Ja. Das macht Sinn. Na, weil du dich nicht ducken kannst. Ach, das ist bestimmt der Zauber zum Ducken. Boah, irgendwie sieht es ja ganz witzig aus. Coole Spiele. Nee, oder ich spiele. Hey, weißt du was? Was? Erzähl bitte. Vorne sind zwei im Fernsehen, die lernen dieses Spiel spielen. Oh. Und wir spielen es jetzt auch. Also haben wir jetzt dreimal das gleiche ja, Spiel. Das ist ja nett. Einmal im Fernsehen, auf meinem Fernsehen und hier und jetzt. Scheint ja gar nicht mal so schlecht zu sein. Ja, ja. Also die du mir gegeben hast, genau. Ja, das ist perfekt. Die Game oder so. Naja. Der hat auch 3 oder 4 Filme gemacht. Das ist so G-Trends, oder? Ja, ja, G-Trends. G-Trends haben wir erwähnt, weil es da stand. Im ROM-Namen. Disney Television Animation, bla bla, Gargoyles. Das war eine geile Serie, Gargoyles. Ich hab die gerne geguckt. Die hast du auch gesehen. Oh, guck mal, da ist was versteckt. Ich komm bloß nicht rein. Da brauchst du wahrscheinlich. Stimmt, da brauchst auch. Du einen Raketenwerfer für. Brauchst du. Das ist dann dein nächster Skill. Genau. Hast du das Spiel irgendwie schon mal eingezockt? Ich kenne wir wissen nicht, wie wir auf den zweiten Skillslot kommen. Also, ich hab doch oben diesen. Ja. Schon? Und? Passiert überhaupt nichts. Kann ich vielleicht jetzt noch einen anderen Zauber? Ich hab noch eine Potion. Eine Urne. Aha. Heilung geschieht in der Urne. So. Eine Frage, ja. Das naja, das. Jemand wird schon so schlau sein und das Spiel kennen. Ja. Oh, noch so ein auf dem Fliegen noch? Weiter. Text. Ich habe dich beobachtet und ich freue mich, dass ich deinen Kreuzzug beenden darf. Du hörtest von mir. Ich bin Arma 3. Ich bin der Mod von Arma 3. Ich bin Daisy. Ich werde dein Ende sein. Dann höre ich mich das Ende aus, was jetzt gerade nicht lang wird. Guck mal, da kann im Flug springen. Ja, ich kann's. Da kriegst du jetzt bestimmt von dem den Skill, dass du auf- und absteigen kannst. Ich hatte mal früher fürs Mega Drive, fällt mir gerade Superman ein, weil Superman kann ja normalerweise fliegen. Das war. Ja, da glaube ich Superman. In dem Spiel konnte man nicht fliegen, da konnte man nur so ein bisschen schweben, dann ist es auch abgestürzt. Ich konnte es mir nur so erklären, dass er Kryptonit in seinem Anzug hatte. Ich konnte mir nicht erklären, warum nimmt er das nicht einfach raus. Aber. Aber es ist ein bisschen schwer. Wir sind einfach gut. Guck mal. Bevor du heute kamst, habe ich mal eben Castlevania 4 durchgespielt. Was? Ja. Mal eben 2 Stunden oder wahrscheinlich weniger. Komplett von Anfang an. Also ich mich das wundere. Eigentlich kenne ich von Castlevania, dass die einfachen Skelette nur einen Treffer aushalten. Die haben irgendwann aber bei mir 2 Male ausgehalten. Die sahen nicht anders aus. Nach dem Gerüst. Also ich sehe, du hast das Pattern schon sehr gut gesehen. Nein. Nö, ich bin jetzt hier bis zu dem Ohr und dann kommt das nächste Spiel. Achso, das ist schon aus der Rap. Wir müssen dann nur den Emulator neu starten, weil irgendwie hat dein Emulator einen Bug. Und ja, man kann kein zweites Spiel starten. Der bleibt dann in dem Spiel drin. Aber ich muss ja sowieso mal kurz. Kannst du mit meiner Technik nicht umgehen, das ist ja. Du musst vorher stehen. Das ist Raucher. Ach so, läuft ja. Das war ein Lungenschuss.
Armer ist tot. Ja, Armer steht ja noch. Musst du auf die nächste, auf den nächsten Part warten. Aber scheint dennoch zu gut, relativ gut zu sein, oder? Das ist doch nicht gleich am Anfang hier. Nö, das ist jetzt der zweite Level oder so. Ja. Du scheinst das zu erfüllen, was die Leute über dich... Moment, dich sagen. Über dich sagen. Ich freue mich auf deinen Nächsten. Auf den Nächsten. Auf den Nächsten. Was? Oh mein Gott, ich übersetze schon wieder zu viel. Du solltest übersetzt werden. Frage ist auf den Nächsten, was? Hm. Ja, stimmt, ne? Du hast das Wappen der Erde. Na, was habe ich denn mit der Wappen der Erde? Habe ich das oder habe ich das bekommen? Du hast das jetzt einfach. Guck mal, hier ist ein PC, da kann man gucken. Damit kannst du in den E-Gargoyle verwandeln. Dich in den E-Gargoyle verwandeln. Ja, 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 ich lasse immer... Ach, der Erd-Gargoyle, das macht Sinn. Statuen zerschmettern. Konntest du das nicht vorher auch schon? Ja, ja, vielleicht kann ich die jetzt schöner zerschmettern. Du warst die ganze Zeit der Feuer-Gargoyle? What the fuck ist hier? Geil. Drück mal auf Starten, vielleicht kannst du den jetzt ausrüsten. Oh. Nee, aber es sieht nochmal kotter aus. Sogar eine relativ gescheiter. So, das sieht ganz cool gehen aus. Gehen wir mal zur Römisch 2, das macht Sinn. Nach der Römisch 1 zur Römisch 2. Ja, guck mal, du hast ja ein Dörfchen rechts. Vielleicht kannst du da erstmal vorbei und die ganzen Leute töten. Gut, kann ich hier runter? Ah, nett. Irgendeine Taste. Guck mal, da ist ein dickes Schwein. Da krault sich ein Bauch. Die Sau. Es ist lang her, seit ein Kunde hier war. Willkommen in meinem Laden. Ich biete Spiele für Dämonen an. Ich spiele ein Spiel mit einem Dämonen, in dem einem Dämon ein Spiel angeboten wird. Nett. Paradoxon. Lass uns ein Spiel spielen. Das ist Stufe 1 leicht. Ah, ich muss arbeiten. Das ist ja schlecht. Der Einsatz ist 5 GP. Du musst gut Kopfstöße austeilen. Du kannst hier deine Geschicklichkeit testen. Los? Ja? No. Danke. Also ich muss ja sagen, dafür, dass lange kein Kunde mehr da war, ist er ziemlich pummelig. da kann seine Reserven gut einteilen. Danke, du kennst die Regeln? No. Ja, oder no? Ein Kinderspiel. Erst ist es ein Spiel für Dämonen, jetzt ist es ein Kinderspiel. Ich verstöre so viele Schädel wie möglich. Sie kommen aus den Löchern. Du hast Zeit, bis die Fackeln weg sind. Wenn du 12 Schädel in der Zeit zerstörst, gebe ich dir 5 GP für jede übrige Fackel. Ist das klar? Ja. Okay, los geht's. Fängt schon mal gut an. Wie geht denn das? Ich kann keine Schädel zerstören. Hast du eine Anmeldung bei ihm? Er hat mir gesagt, ich soll die Schädel zerstören. Aber ich kann keine Schädel zerstören. So, ich gehe. Das macht keinen Sinn. Wenigstens haben sie einen Ausgang beschrieben. Was ist das? Hey du, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du fremd hier? Wenn er mich noch nie gesehen hat, ist die Frage eigentlich noch was ich aber. Naja, das ist ehrlich und sagen ja. Man sagt, der rote Dämon Firebrand ist aufgestiegen. Er hat das Dämonenreich fast zerstört. Hätte Phalanx uns nicht gerettet. Wir wären tot, nur wegen diesen Namen. Feierabend. Pass auf dich auf.